Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. In dem letzten Video hatte ich euch gezeigt, wie man einen linearen Gradienten in den Zeichenkontext einfügt mit Create Linear Gradient und dann mit Add Color Stop die Farbwechsel macht. So muss ich mich entschuldigen, hier kommt ein großes C hin. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man das Ganze mit einem radialen Gradienten macht. Und beim radialen Gradienten habt ihr auch die Methode AddColorStop. Die wird auch genauso angewendet wie beim linearen Gradienten. Einen Unterschied gibt es hier bei dem Erschaffen von dem radialen Gradienten. Da gebe ich nämlich nicht 4 Variablen an, sondern 6. Und zwar zusätzlich zu den beiden Positionen von dem Anfangspunkt des Farbverlaufs bis zum Endpunkt des Farbverlaufs noch den Radius von dem Farbverlauf. Und das wird ein bisschen komplizierter werden, wenn man das dann sich genau austestet, wie verläuft das. Aber die Schritte sind erstmal auch wieder die gleichen. Ich muss die Variable erschaffen für den Gradienten, ich muss den Farbfluss definieren, dann muss ich den Farbfluss dem Farbstil zuweisen und dann etwas damit zeichnen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen das jetzt gleich mal. Und ich habe erstmal wieder hier mein Programm ganz leer gemacht. Einfach nur das Grundgerüst, was wir bisher schon immer benutzt haben. Und dann gehe ich hier rein und definiere mir eine Variable. Und die nenne ich jetzt RG für Radial Gradient und erschaffe die eben mit diesem Befehl Create Radial Gradient. Und da nehme ich mal die Werte 150 für den Mittelpunkt des Kreises von dem ersten oder von dem Anfangspunkt. Ich nehme einen Radius von 20 und ich nehme für den Mittelpunkt des zweiten Kreises auch 150 und 150 und einen Radius von 60. So, dann füge ich die Color Stops zu, Add Color Stop. Ja, Stop. Eieiei. So, von 0 und dann nehme ich am Anfang jetzt auch erstmal wieder weiß und dann am Endpunkt füge ich ein Schwarz ein. Black. So, dann weise ich das Ganze den Füllwert zu und zum Schluss zeichne ich etwas damit, nämlich ein Rechteck. Und das Rechteck machen wir von 0,0 bis 300 und 300. Gut, so, das war es, was wir programmieren wollten oder was ich euch erstmal zeigen wollte, so als Grundgerüst. Am Ende soll das Ganze erstmal so aussehen, aber was wir jetzt programmiert haben, das sieht folgendermaßen aus. Na, gar nicht sieht das aus. Und zwar warum? Fehler gemacht. Create Radial. Ah, Gradient, nicht Radiant. Aha. So ist das. Dann kann natürlich auch nichts passieren, wenn man sich verschreibt. Und es passiert immer noch nichts, weil Gradient mit E geschrieben wird. So.
Und da haben wir es und wir sehen, naja, also so richtig sauber ist das nicht. So in der Mitte haben wir einen dunklen Fleck. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht einfach nur, weil wir auf eine optische Täuschung hineinfallen. Das gibt es ja auch des Öfteren. So, und dann haben wir hier, haben wir den Farbwert von 0. Mal gucken. Wir setzen mal hier den Farbwert auf ganz auf 0, so dass das also wirklich ein Kreis ist mit 0 Pixeln Durchmesser. Und schauen uns das Ganze mal an. So, das, jetzt sieht der Farbverlauf besser aus. Und ihr seht aber auch, was der Befehl macht. Der zeichnet dann außen einfach weiter. Also wenn ich hier so sage, ich möchte hier einen Stopppunkt haben, also ab hier soll das dann nicht mehr angezeigt werden, das macht er nicht, sondern es wird nach außen immer weiter gezeichnet, und das dann eben alles schwarz, weil sozusagen der Endpunkt beim Radius oder beim Radius 60 Pixel liegt. So, und alles, was dann darüber hinausläuft, also Radius mit 70 Pixeln, 80 Pixeln und so weiter und so fort, das wird auch noch gezeichnet und dann eben in dem entsprechenden Farbwert schwarz. Der hört nicht auf zu zeichnen. Und das ist das Besondere an diesem Radial Gradient Befehl. So, ich kann sagen, gut, der Mittelpunkt von dem einen Kreis, der liegt bei 150, 150, und ich kann den Mittelpunkt von dem anderen Kreis, von dem größeren Kreis, kann ich bei 130, 130 machen. Und dann verschiebt sich das entsprechend. Hier seht ihr, jetzt ist der eine Mittelpunkt und der andere Mittelpunkt, der müsste ungefähr so hier liegen. Gut. Wie mache ich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, das soll jetzt mir irgendwie aufhören, jetzt ändere ich mir hier erstmal die Farbwerte, ich zeichne noch ein paar Farben dazu und nehme jetzt hier zum Beispiel einfach auch ein Brown. So, jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich füge noch einen Color Stop, und zwar denselben Color Stop, bei 95 hinzu, und der bekommt auch ein Brown. Und wenn ich jetzt sagen möchte, jetzt soll der Kreis aufhören, dann definiere ich ganz außen am Kreis, also auf der Position 1, einfach die Hintergrundfarbe, oder, und das ist fast sinnvoller, ich mache das Ganze durchsichtig. Das heißt, ich füge dem eine Transparenz hinzu. Und das kann ich machen, indem ich den RGBA-Wert definiere. Das hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Und hier nehme ich jetzt einfach die Hintergrundfarbe, nämlich ein Weiß, indem ich die drei Farbkanäle auf Maximal setze, auf 255. Das ergibt ja dann zusammen ein Weiß. Und dann setze ich die Transparenz auf 0. Und damit habe ich dann sozusagen eine, oder die Nichttransparenz eigentlich, ja, na, auf 0. So, und damit passiert dann Folgendes. Also ihr seht, ganz am Rand ist er dann so ein bisschen unscharf, der Kreis geworden. Und zwar, und das ist jetzt natürlich auch wieder so eine Sache, ne, kann man sich drüber streiten. Auf der einen Seite, weil eben der Rand wesentlich dünner ist, weil das der nicht genau im Mittelpunkt sitzt, hier der innere Kreis. Auf der einen Seite ist er so ein bisschen scharf und auf der anderen Seite wird der Kreis unscharf. Das verstärkt sich auch noch, wenn wir den inneren Mittelpunkt weiter nach außen setzen. Aber jetzt sieht es zumindest so aus, als sei eben tatsächlich, hätten wir hier einen Kreis. Das ist natürlich nicht richtig, weil der hier außen weiterhin auch die Farbe zeichnet, bloß eben mit einer kompletten Transparenz. Das heißt, ich sehe da den Hintergrund hindurch. So, und im Prinzip für uns als Betrachter
sieht das dann so aus, als würde dort nichts gezeichnet. Das macht er natürlich, aber eben für uns nicht sichtbar. So. Und damit haben wir im Prinzip jetzt unseren Kreis. Jetzt verändere ich das jetzt nochmal in unsere Farbwerte, die wir bisher hatten. Nehme ich einmal das Lawn Green und dann auf 0,9 setze ich das Braun und dann füge ich noch in die Mitte einen Farbwert hinzu bei 0,5 und da nehme ich wieder mein Aquamarin. So. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Ja, so. Gut, mit diesem Befehl kann man eine ganze Menge machen. Das zeige ich euch im nächsten Video auch noch. Da gibt es so einige Sachen zu beachten und einige Tricks und auch seltsame Funktionsweisen. Das möchte ich euch beim nächsten Mal zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir machen beim nächsten Mal weiter mit den Feinheiten vom Radial Gradient. Bis dann!